Hallo meine lieben Freunde, ich freue mich, euch nach einer Sendepause von 2 Wochen wieder begrüßen zu dürfen. Die Zeit ist schnell dahingegangen, ein kurzer Ausflug nach Kroatien und ein anderer Ausflug nach Deutschland. Danke, dass ich wieder dabei sein darf. Danke euch, dass ihr wieder dabei seid. Einige, die sich schon dazugeschalten haben. Ja, wir werden heute wieder ein Thema haben. Ihr seht schon, es geht um eine Fortsetzung unseres letzten Themas. Und das, was ich inzwischen so in Erfahrung gebracht habe über dieses Thema, auch in der Auseinandersetzung mit jüdischen Gedanken zu diesem Thema der Gottheit Jesu, hat mich bewogen, dass ich noch einen weiteren Teil zu diesem Thema hinzufüge, den wir das letzte Mal angefangen haben. Und es geht diesmal speziell, und da möchte ich mich ganz speziell darauf konzentrieren, um das Problem der Gottheit Jesu im Judentum. Ich werde gegen Ende unseres Themas davon berichten, was ich da inzwischen in Erfahrung bringen konnte. Um das zu verstehen, ist es gut, wenn wir dieses Thema mal so aufbauen, wie ich es mir vorgestellt habe und wie ich es gerne heute Abend mit euch durchgehen möchte. Es geht um ein Thema, das für mich, nach meinem Verständnis, das ich jetzt auch selbst über dieses Thema noch gewonnen habe, manche Aspekte, die ich selbst vorher nie so gesehen habe, von diesen Zusammenhängen her, meine ich und bin ich heute der Überzeugung, dass es ein Thema ist, über das wir reden werden, das den Juden vor 2000 Jahren durchaus hätte helfen können, Jesus als den Sohn Gottes und des Messias zu erkennen und anzunehmen und ihn eben dann nicht zu verwerfen und nicht zu kreuzigen, was sie eben damals getan haben, weil sie nicht verstanden haben, was er von sich sagte und wer er sich vorgestellt hat. Es ist ein Thema, das zu den ersten, das sollte uns auch bewusst sein, dieses Thema, das wir jetzt schon 2, 3 Abende eigentlich im größeren Rahmen betrachten, ist ein Thema, das zu den ersten großen Verfolgungen der neutestamentlichen christlichen Gemeinde geführt hat, durch die Juden zunächst. Und man muss sich ja fragen, warum haben die Juden die Christen verfolgt? Was war denn eigentlich das eigentliche Problem? Und wir werden heute auch dahinter kommen, dass es dasselbe war, wie das Problem, das anfänglich dann auch die Römer hatten, warum sie die Christen verfolgten. Und in der Anfangsgeschichte selbst das Papsttum hat wegen diesem Problem, das sich um die Gottheit Jesu gedreht hat, eigentlich angefangen, Christen zu verfolgen. Auch das werden wir, wenn wir dieses Thema weiter betrachten werden, werden wir auf diese interessanten Zusammenhänge kommen. Letztendlich ist es auch ein Thema, und das habe ich in den letzten Abenden, die wir schon gemacht haben, immer etwas angedeutet, geht es ja bei der Gottheit Jesu auch um das Thema, das zur Rebellion Luzifers geführt hat im Himmel. Also wir haben es hier eigentlich mit dem Grundproblem des großen Kampfes zu tun. Und mir wird immer mehr bewusst, und gerade durch das Studium jetzt und die Vorbereitungen für diese Themenserie hier, die sich da um den Monotheismus, den wir gehabt haben, und diese Auseinandersetzung mit der Gottheit Jesu, ist mir immer mehr bewusst worden, wie wichtig dieses Thema ist und wie das eigentlich an der Basis steht, auch unseres gesamten Sündenfall und Erlösungskonzeptes. Und darüber hat es ja in der Kirchengeschichte und im Christentum bis heute große Probleme gegeben. Wir haben es also mit einem wertvollen und einem notwendigen Thema zu tun, und selbst in unseren eigenen Reihen in christlichen Gemeinden ist ja das Thema der Gottheit Jesu immer ein heiß diskutiertes und offensichtlich für manche Christen noch nicht wirklich
ein Thema, das noch nicht wirklich richtig sitzt und das noch nicht wirklich den richtigen biblischen Zusammenhang hat offensichtlich. Ja, wir wollen auch diesen Abend heute mit einem Gebet beginnen und wir wollen Gott bitten, dass er bei uns ist. Darf ich euch einladen dazu? Lieber Vater im Himmel, wir wollen dir wieder herzlich Danke sagen für diesen Abend, den wir erleben dürfen. Danke, dass du uns wieder Gelegenheit schenkst, über ein wichtiges Thema nachzudenken, das uns direkt zu dir führt und besonders zu deinem Sohn Jesus Christus, der in diese Welt kam, um dich, heiliger Vater, im Himmel zu offenbaren und auch sich selbst zu offenbaren und uns ein Verständnis zu geben über das, was wir unter Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat und der unser Erlöser geworden ist, was wir darunter wirklich zu verstehen haben. Wir bitten dich, dass du auch heute durch deinen Heiligen Geist zu uns sprichst und uns die Augen und die Ohren öffnest und unseren Geist für das, was du uns sagen möchtest und dass wir dein Wort, das wir betrachten wollen, recht verstehen. Halte alle Störende fern, auch in der Technik, und segne unser gemeinsames Studium. In Jesu Namen. Amen. Gut, ich möchte euch gleich einladen oder erinnern, dass wir heute die Bibel sehr logischerweise auch wieder sehr gebrauchen werden. Wir werden doch ziemlich einige Texte miteinander lesen und ich würde es gerne haben, wenn ihr die Bibel dabei habt und vielleicht nehmt euch auch natürlich einen Notizblock, denn die Texte, die wir heute lesen werden in einer bestimmten Reihenfolge, die habe ich selbst so noch nie in dieser Reihenfolge gelesen und in diesem Zusammenhang für mich richtig mal so erarbeitet. Und ich denke, dass sie wichtig sind, dass ihr sie behaltet und dass ihr damit dann auch selbst umgehen könnt. Wir beginnen mit einer Frage, die ich so gestellt habe: Was ist eigentlich das große Problem bei der Gottheit Jesu? Was ist der ganze Problemkreis? Es geht da um grundsätzliche Fragen, die wir in den letzten Abend schon angedeutet haben, möchte sie hier mal einleitend noch einmal präzisieren und wiederholen. Die Frage ist: Ist Jesus schon tatsächlich von Ewigkeit her eine zweite Person neben Gott Vater? Trotz der Aussage im ersten Gebot, wo Gott gesagt hat, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Erinnert euch noch an dieses Thema, wo wir gesagt haben, ja, jetzt haben wir doch den Vater und den Sohn. War Jesus von Anfang an eine zweite Person neben Gott? Oder ist er, wie es viele glauben, ein buchstäblicher Sohn Gottes? Oder war er überhaupt nur ein Mensch, der eben diesen Anspruch erhoben, ein Mensch wie wir alle, aber eben durchaus auch als Sohn Gottes bezeichnet werden kann, wie auch die Bibel von Menschen spricht, die als Söhne Gottes bezeichnen werden, die Gottessöhne. Ja? Das ist eine Frage, der wir hier nachgehen in diesem Thema. Oder war er eben nur ein besonderer Prophet, ein Gottgesandter, wie es in allen fremden Religionen, nichtchristlichen Religionen gesehen wird, insbesondere im Islam, aber darüber hinaus genauso im Buddhismus, im Hinduismus, wird der Jesus als dieser große Prophet, der Gottgesandte, beschrieben. Also wir leben tatsächlich in einer geteilten Welt, in geteilten Religionen und in einer geteilten Christenheit, was diese Frage um Jesus betrifft. Das ist ein Faktum, was die Identifikation der Person Jesu betrifft. Ein Faktum, das wir einfach vor uns haben. Es gibt verschiedene Meinungen und Überzeugungen. Und ich habe das letzte Mal schon angedeutet, möchte ich hier noch einmal betonen. Es gibt viele Christen, die der Überzeugung sind, dass der Glaube, dass Jesus von Ewigkeit her als zweite ebenbürtige Person neben Gott Vater sei, eine Erfindung des Teufels sogar sei.
Davon sind viele ernsthafte Christen, sehr bibelgläubige Christen heute überzeugt. Und dass man der Überzeugung ist, dass diese Vorstellung, dass Jesus genauso ewig ist wie der Vater, eine Erfindung der katholischen Kirche ist und eine Erfindung der Konzilien im etwa im 4. Jahrhundert. Und das wird sogar von manchen Christen so weit geführt, die Argumentation, dass man der sagt und dass man den Vorwurf bekommt, dass man Götzendienst betreiben würde, würde man wirklich Jesus als gottgleiche Person von Ewigkeit her verstehen. Eine zweite Gruppe von Christen streitet sich seit dem 1. 2. Jahrhundert schon, seitdem Jesus nicht mehr auf dieser Erde war, haben sich Christen immer wieder gestritten, ob Jesus ein geschaffener Sohn Gottes ist, weil ja dieser Begriff Sohn Gottes existiert, ob er von Gott geschaffen sei oder vom Vater gezeugt oder geboren oder einfach irgendwie vom Vater hervorgegangen ist. Das sind Formulierungen, die in der Kirchengeschichte immer wieder getroffen worden sind. Und selbst über diese Formulierung, geschaffen, geboren, gezeugt oder hervorgegangen, haben sich die Christen Köpfe eingeschlagen in der Geschichte. Auf das werden wir in unserem Thema noch kommen. Allerdings hatte ich zwar vor, dass wir da heute schon hinkommen, aber das, was ich inzwischen erfahren habe und was ich inzwischen mir überlegt habe und was ich erkannt habe, was es für Probleme im Judentum gegeben hat, damals schon und bis herauf in unsere Zeit, hat mich dazu geführt, dass wir wahrscheinlich heute nicht mehr zu diesem Teil kommen werden, wo wir die Kirchengeschichte betrachten, was das frühe Christentum angefangen hat, über Jesus zu sagen. Also ich bitte euch etwas um Geduld, um Entschuldigung. Ich habe das letzte Mal angekündigt, dass wir uns diesen Teil der Kirchengeschichte anschauen werden. Aber das, was ich inzwischen in Erfahrung bringen konnte, hat mich bewogen, doch noch etwas dabei zu bleiben, das Problem innerhalb des Judentums etwas noch genauer anzuschauen. Wir haben ganz deutlich gesehen, dass das Neue Testament, der Glaube der Apostel, absolut in die Richtung geht, dass Jesus von Ewigkeit her eine zweite Person neben seinem Vater schon immer gewesen ist. Die Texte, die haben wir studiert und die haben wir gelesen und hoffe, ihr habt sie auch in Erinnerung und könnt damit umgehen. Tatsache ist auch, und das wollen wir ebenfalls festhalten, dass der Zweifel, und darum wird es heute besonders gehen in unserem Thema, dass der Zweifel an der ewigen Gottheit Jesu keine Erfindung ist der Christenheit, die im 3., 4., 5. Jahrhundert aufgekommen ist, sondern dass dieser Zweifel, dass Jesus ewiger Gott ist, eigentlich seinen Ursprung im Judentum zur Zeit Jesu hatte. Und jeder, der die Bibel liest und das Neue Testament liest, wird wissen und muss bestätigt haben, dass der Konflikt um die Gottheit Jesu im Zentrum der Auseinandersetzungen damals der Schriftgelehrten, der Pharisäer und der Priester mit Jesus war. Jesus wurde ja vom Hohen Rat verurteilt, letztendlich weil er behauptete, Gott gleich zu sein und König eines Reiches zu sein, das nicht von dieser Welt ist. Und jetzt überlegt einmal, allein die Aussage, dass sein Reich nicht von dieser Welt sei und er König dieses Reiches sei, kann es sich nur um das jenseitige Reich handeln, das heißt das Himmelreich. Und wenn jemand da behauptet, er sei König dieses Himmelreichs, dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn ein Kaiphas dann als hoher Priester seine Kleider zerrissen hat und da von Gotteslästerung gesprochen hat und letztendlich gesagt hat, der ist des Todes. Was bedürfen wir noch mehr von Zeugen? Ihr habt es gehört, er setzt sich hier mit dieser Aussage eigentlich Gott gleich. Also auch in dieser Aussage, und das ist mir auch in diesem Zusammenhang erst noch einmal so richtig bewusst geworden, dass Jesus mit dem Anspruch, dass sein Reich nicht von dieser Welt ist und der König dieses jenseitigen Himmelreiches ist, eigentlich sich auch auf die Stelle Gottes gestellt hat. Denn im Alten Testament gibt es nur ein Reich Gottes und nach dem Judentum bedeutet der König dieses Reiches zu sein, logischerweise nur Jahwe kann das sein, nur Gott Vater, wie wir ihn nennen. Und neben ihm
kann es keine andere Person geben, die einen gleichen Anspruch erheben kann. Und da verstehen wir, und dass hier das Todesurteil, das über Jesus dann ausgesprochen worden ist, sehr wohl mit dieser Frage begründet worden ist und dass das eins der Hauptauseinandersetzungen war. Das heißt, für die Juden, die nur an eine Person, der Gott hat, glauben, also absolut monotheistisch sind, wie auch der Islam, war das, was Jesus dort behauptet, absolute Gotteslästerung. Und ihr könnt euch sicher sein, wenn ihr mit Moslems in Verbindung kommt, und ihr würdet ja im Neuen Testament diese Stelle zeigen, wie sich Jesus da vor Pilatus verantwortet hat, als König des Himmels, dann werden sie genauso sagen, das ist ein Irrtum, das ist eine Fälschung des Evangeliums. Das sind gerade so Fälschungen, die die Christen da vorgenommen haben in der Bibel. Und dann werden die Konzilien beschworen, die im 4., 5. Jahrhundert, wo solche Fälschungen an der Bibel vollzogen worden sind. Ich habe in den letzten Jahren sehr intensiv mit Moslem auseinandergesetzt und wir haben da so einige Gespräche, ich habe davon berichtet gehabt. Und das ist ein ganz wichtiges Argument, dass man hier Jesus niemals als König des Himmels sehen kann, im ganzen Islam, sondern wenn, dann ist er ein großer Prophet, wie neben Mohammed, und doch vielleicht eine höhere Stellung. Im Koran kann man das finden, obwohl einige Moslem das eben, oder viele Moslem das nicht so sehen. Die Frage, die ich mir gestellt habe und die wir uns stellen wollen jetzt, wenn Jesus dort behauptet hat, vor dem Hohen Rat, kurz vor seiner Verurteilung, dass er der König des Himmelreichs sei und damit der Sohn Gottes und Gott gleich, dann müssen wir uns die Frage stellen, was ist daran so gotteslästerlich, dass der hohe Priester darüber seine Kleider zerrissen hat und sein Todesurteil über Jesus ausgesprochen hat. Ich habe mir die Frage gestellt, gab es in der jüdischen Tora keinen Beweis dafür oder keinen Hinweis auf ganz deutlichen Hinweis auf eine zweite Person, die sich Gott bzw. Jahwe nennen darf? Der Frage wollen wir nachgehen und ich habe viele Jahre meines Lebens eigentlich noch nicht die Argumente gehabt, die ich heute habe und die ich einige davon auch heute euch vermitteln möchte, wo wir aus dem Alten Testament, aus der Tora, der jüdischen Tora, ganz deutlich nachweisen können, dass es hier zwei ebenbürtige Personen der Gottheit im Himmel gibt. Das hatte Jesus behauptet. Dazu kam noch, dass Jesus behauptete, der Messias zu sein, der Gesalbte. Und mit diesem Begriff Meschiach haben ja die Juden etwas angefangen. Die haben ja auf einen Meschiach gewartet, auf einen Gesalbten. Aber die Frage ist, was haben denn die Juden für eine Vorstellung von einem Gesalbten gehabt? Wir sollten wissen, und wahrscheinlich ist das eine Unwissenheit, die weit verbreitet ist in der Christenheit, und das war mir auch selber jahrelang nicht bewusst, dass die Juden niemals einen Messias erwartet hatten als eine göttliche Person, wie sich Jesus dargestellt hat. Denn wenn sie davon ausgehen, dass es nur eine Person der Gottheit gibt, dann ist es unmöglich für den Juden zu glauben, dass der Messias, den Gott sendet, der ja von Gott gesandt wird und der von Gott dann gesalbt wird, deshalb wird er ja auch als Gesalbter dann genannt, dass der selbst eine göttliche Person sein soll. Für uns Christen ist es selbstverständlich, wir können uns keinen anderen Messias vorstellen, keinen anderen Gesalbten, ja, und Messias als eine göttliche Person. Für uns ist jede andere Idee, dass der Messias eine menschliche Gestalt sein sollte, ein irdischer König sein sollte, grundsätzlich völlig verkehrt. Also das Christentum kann damit nichts anfangen, sondern wenn wir sagen Messias, der wahre Messias, kann nur ein göttliches Wesen, ein göttliches Wesen sein. Wobei, wenn wir jetzt das Thema gerade behandeln, werdet ihr merken, ja, wie ist das noch? Die einen sagen, würden alle sagen, der Messias wird eine göttliche Person sein, aber dann haben wir die Zerrissenheit im Christentum genauso. Die einen sagen, das wird eine Person sein, die ewig mit dem Vater als Gott auf seinem Thron gesessen hat.
Und die anderen werden sagen, nein, das ist sein Sohn. Der Vater hat sich diesen Sohn geschaffen. Da haben wir auch im Christentum eigentlich, wenn wir es so betrachten, zwei unterschiedliche Messiasbilder. Oder drei, nicht? Die einen, die sagen, nein, er ist nicht geschaffen, sondern er ist gezeugt worden. Also verschiedenste Vorstellungen. Jede Beschreibung, ja, und die Christen versuchen zu geben über die Gottheit Jesu und über die Menschlichkeit Jesu, läuft auf das hinaus, dass da darunter unterm Strich dann eigentlich ein anderes Messiasbild herauskommt. Deshalb müssten wir eigentlich in letzter Konsequenz vorsichtig sein, dass wir nicht den Juden als Christen vorwerfen, ein falsches Messiasverständnis zu haben, sondern wir müssen uns als Christen erst einmal selbst einig darüber werden, was ist denn das für ein Messias, der letztendlich gekommen ist und den Gott in diese Welt gesandt hat. War er ein ewiger Gott, eine zweite Person oder war nur eine halbe Gottheit, der von Gott gekommen ist, von Gott gezeugt oder geschaffen wurde oder der überhaupt nur ein menschliches Wesen war, der eben sich als Messias dann irgendwo offenbart hat. Also das sind Fragen, die wert sind, dass wir sie uns auch als Christen stellen. Jedenfalls machen wir es bewusst, kein Jude erwartet eine göttliche Person, einen Sohn Gottes als Messias. Das hat es damals nicht gegeben und wenn ihr heute mit einem Juden redet, das ist absurd, einen Messias zu erwarten, der als Sohn Gottes kommt, der einmal im Himmel schon, der im Himmel schon ein Reich aufgerichtet hat oder im Himmel ein Reich hat, der König des Himmels, soll hier auf Erden der König Israels werden, der Messias Israels und der Erlöser der Menschen. Das ist ja auch ein Zusammenhang mit dem Erlöser, der dieses Bild ergibt. Also bis heute nicht unvorstellbar. Sondern welche Vorstellung hatten die Juden damals? Wenn wir die Bibel lesen, dann wissen wir, dass sie den Messias als einen buchstäblichen Sohn Davids erwartet haben. Der Sohn Davids, und das ist eine Erwartung, die das Judentum auch heute noch hat. Ein buchstäblicher, von Menschen geborener Sohn. Das ist es. Und jetzt ist die Frage, wo finden wir das in der Bibel? Es ist interessant, dass Jesus ja gerade auf dieses Denken, auf diese Vorstellung, die die Juden hatten, in einem besonderen Zusammenhang kurz vor seinem Tod, das war schon sehr knapp vor seinem Tod, wo Jesus diese Frage gestellt hat. Und zwar in Matthäus Kapitel 22 lesen wir es. Und das ist eine Beschreibung, die ja schon stattfindet nach dem Einzug Jerusalems. Achtet darauf, ja, in Matthäus 21 haben wir den Einzug in Jerusalem. Das ist also eine Woche vor seiner Kreuzigung, einige Tage vor seiner Kreuzigung, der sogenannte Palmsonntag. Und da hat er schon einige Predigten gehalten in Jerusalem, ging in den Tempel und hat dort die Leute aus dem Tempel ausgetrieben. Also wir sind da wahrscheinlich schon, wahrscheinlich so gegen Mittwoch vor seiner Kreuzigung. Und da kommt diese Frage noch einmal auf, die Jesus den Pharisäern stellt. Er wollte von ihnen wissen, welche Vorstellung sie von einem Messias prinzipiell haben. Achten wir, also kurz vor seinem Tod. In Kapitel 22, Abvers 41, dieser Abschnitt, da nun die Pharisäer beieinander waren und natürlich im Hintergrund schon beschlossen hatten, dass sie Jesus töten würden, das ist dem schon alles vorausgegangen, da fragte sie Jesus und sprach, was denkt ihr von dem Christus? Wessen Sohn ist er? Sie sprachen, Davids. Also eine kurze Antwort. Wessen Sohn? Woher soll er kommen? Davids Sohn wird er sein. Hat Jesus darauf geantwortet, er sprach zu ihnen, wie kann ihn dann David im Geiste einen Herrn nennen, wenn er sagt, und da zitiert Jesus Psalm 110, Vers 1, der Herr hat gesagt zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich lege deine Feinde unter deine Füße. Das sagt der Herr Jahwe zu seinem Jahwe. Ja, der Jahwe zu seinem Adonai, so steht es dort im Psalm 110, Vers 1. Da geht es also um die Feinde,
des Sohnes Davids, die der Herr, also der Vater, unter die Füße seines Messias legen wird. Das ist die Grundidee. Und dann sagt Jesus hier, so nun David ihn einen Herrn nennt, wie ist er denn sein Sohn? Also eine sehr bemerkenswerte Fragestellung. Wenn ihr glaubt, dass der Messias ein buchstäblicher Sohn David sei, wie kann ihn dann David einen Herrn nennen, wenn er sein Sohn ist? Und dann heißt es hier im Vers 46, und niemand konnte ihm ein Wort antworten und wagte auch niemand von dem Tage an, ihn hinfort zu fragen. Also sehr bemerkenswert, eine Fragestellung, die darauf hinzielte, ist Jesus, ist er, Jesus, der jetzt vor ihnen war, wirklich nur ein ganz gewöhnlicher Mensch und soll ein Messias, der erwartet sein, unbedingt nur ein ganz gewöhnlicher Mensch sein? Oder kann er nicht ein göttliches Wesen sein? Und die Antwort war, sie schwiegen, sie gaben ihm keine Antwort. Ich werde euch am Schluss meines Themas, wenn wir zum Schluss kommen, werde ich euch berichten, welche Antworten ich heute oder in der letzten Woche bekommen habe diesbezüglich, als ich auch konkret da eine Frage in dieser Richtung an jüdische Rabbis gestellt habe. Wessen Sohn ist er? Davids Sohn, das war ihre Vorstellung. Jetzt sollten wir aber trotzdem die Frage stellen, war das grundsätzlich verkehrt, dass die Juden als ihren Messias, ihren Gesalbten, als Sohn Davids verstanden haben und ein buchstäblicher Nachkomme Davids? Haben sie sich das irgendwo eingebildet oder gibt es tatsächlich im Alten Testament Aussagen, die sie in dieser Vorstellung absolut bestätigen, auch bis heute noch? Und ich möchte mit euch heute einige dieser Texte lesen, ja, die wir als Christen natürlich sofort auf Jesus übertragen, ohne uns die Frage zu stellen, wie sind diese Texte aus dem Zusammenhang zu verstehen, in dem sie damals bei den Propheten geschrieben worden sind. Und ich möchte euch einladen, schlagt zunächst einmal auf für den Propheten Jeremia. Und dort haben wir einen ersten Text, der von diesem Sohn Davids spricht. Und zwar in Jeremia Kapitel 23, Vers 5. Jeremia 23, Vers 5 und 6. Und da lesen wir, siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass ich dem David einen gerechten Spross erwecken will, der soll ein König sein, der wohl regieren und Recht und Gerechtigkeit im Lande üben wird. Also eine ganz deutliche Aussage, die zunächst einmal von David spricht und ihm soll ein gerechter Spross erweckt werden. Für Christen ist das selbstverständlich, dass das Jesus ist und nur Jesus sein kann und sich nur in Jesus erfüllen konnte. Aber ob der Prophet Jeremia, als er das gesagt hat, tatsächlich das so gemeint hat, ist eine andere Frage. Denn wir müssen ja immer zuerst schauen, was hat denn der Prophet zu dem Zeitpunkt, wo er das geschrieben hat, in welcher Situation hat er das geschrieben, was hat er wirklich gemeint? Was ist die erste Erfüllung einer Prophetie? Und es gibt ja in der Bibel, im Alten Testament, Prophezeiungen, wo man immer fragen muss, was war die erste Bedeutung dieser Prophezeiung und wie hat sie sich erfüllt oder wie hat sie sich nicht erfüllt und wie kann sie sich dann auf einer zweiten Ebene erfüllen. Es wird hier von einem König geredet, der wohl regieren und Recht und Gerechtigkeit im Lande üben wird. Auch das ist wieder eine Aussage, die wir als Christen nur mit Jesus in Verbindung bringen, weil wir davon ausgehen, dass es keinen Menschen gibt, keinen irdischen König geben kann, der in Recht und Gerechtigkeit üben kann und regieren kann. Da steht aber dann im Vers 6, zu seiner Zeit, wenn dieser Spross Davids erscheinen soll, aufkommen soll, der Sohn Davids, ja, zu seiner Zeit soll Juda geholfen werden und Israel sicher wohnen. Und dies wird sein Name sein, mit dem man ihn nennen wird, der Herr unsere Gerechtigkeit. Jeremia schreibt das etwa
zu einem Zeitpunkt, das war um etwas 600 vor Christus, wo er da schreibt, da ist natürlich David schon längst tot und der Sohn, der aus dem Hause David kam, also der direkt von David kam, der war natürlich da auch schon tot, denn das war der König Salomo. Und folgedessen ist das eine Stelle, die wir natürlich in dem Fall nicht mehr nur nicht mehr mit König Salomo in Verbindung bringen können, weil das ist eine Prophezeiung, die von Jeremia schon in die Zukunft blickt. Aber schauen wir, wie wir weiterkommen. Es gibt eine weitere Prophezeiung in Jeremia 33. In Jeremia 33 eine Wiederholung. Und der Zusammenhang ist hier das gleiche. In Jeremia 23 ist hier der Zusammenhang, nach der babylonischen Gefangenschaft soll sich diese Prophezeiung erfüllen, dass dem David ein Spross erweckt wird. Und hier in Jeremia 33 ist das ebenfalls. Wenn ihr den Zusammenhang für euch lest, dann geht es hier um eine Prophezeiung, die an Israel gegeben wurde, zum Zeitpunkt, wo Israel in die Gefangenschaft gegangen ist. Und wo Gott ihnen für die Zeit nach der Gefangenschaft diese Verheißungen gegeben hat. Und da steht im Vers 14, siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass ich das gnädige Wort erfüllen will, das ich zum Hause Israel und zum Hause Juda geredet habe. In jenen Tagen, spricht der Herr, in jenen Tagen und zu jener Zeit, wenn er sich wieder gnädig dem Hause Juda und Israel zuwenden wird, und das ist, wenn er sie wieder aus der Heimat, aus der Gefangenschaft zurückführen will, zu jener Zeit will ich dem David einen gerechten Spross aufgehen lassen, der soll Recht und Gerechtigkeit schaffen im Lande. Da habt ihr wieder den Hinweis, der soll Recht und Gerechtigkeit schaffen im Lande. Zu derselben Zeit soll Juda geholfen werden und Jerusalem sicher wohnen. Und man wird es nennen, der Herr unsere Gerechtigkeit. Und da habt ihr hier eine Aussage, die wir auf kein anderes Jerusalem übertragen können, als auf das Jerusalem, das nach der babylonischen Gefangenschaft wieder gebaut wurde und in das das gefangene Volk wieder zurückgeführt werden sollte. Und achtet kommt die Verheißung, dass durch diesen Spross, der hier kommen sollte, das Land in Gerechtigkeit regiert werden soll, er soll Gerechtigkeit schaffen und Jerusalem sollte sicher wohnen. Also ein Hinweis von der absoluten Sicherheit und wenn wir in die Geschichte schauen, muss man sagen, wo hat sich das erfüllt? Wo hat sich das nach der Rückkehr der babylonischen Gefangenschaft erfüllt? Können wir in der Geschichte nichts davon finden. Jerusalem ist nie mehr sicher geworden, seit die Juden wieder zurückgekommen sind aus der babylonischen Gefangenschaft, trotz solcher Verheißungen, die wir hier haben. Und wenn wir jetzt weiterlesen, dann werden wir merken, der Zusammenhang lässt es ebenfalls nicht zu, dass man hier von einem göttlichen Wesen spricht, der damit gemeint sein soll. Dass hier dieser Spross Davids eine göttliche Person sei, die vom Himmel her gesandt werden sollte, um dort auf dem Thron Davids zu sitzen. Denn im Vers 17 steht, denn so spricht der Herr, es soll Davids niemals fehlen an einem, der auf dem Thron des Hauses Israel sitzt. Also hier ist eine Folge garantiert, dass der Thron Davids, der buchstäbliche Thron Davids, da sollte niemand fehlen, der auf seinem Thron sitzt. Dann geht es weiter. Und den levitischen Priestern soll es niemals fehlen an einem, der täglich vor meinem Angesicht Brandopfer darbringt und Speisopfer in Rauch aufgehen lässt und Opfer schlachtet. Achtet, auch hier wird angekündigt, Priester und König sollten dauerhaft hier mal zunächst bestehen. Wir werden dann später sehen, dass wir hier Erklärungen haben, die Richtung immerwährend, ewig die Verheißung in sich haben. Und Vers 20, wenn wir weiterlesen, oder ab Vers 19, und des Herrn Wort geschah zu Jeremia, so spricht der Herr, wenn mein Bund mit Tag und Nacht aufhörte, dass nicht mehr Tag und Nacht sind zu ihrer Zeit, so würde auch mein Bund aufhören mit meinem Knecht David,
dass er keinen Sohn mehr hat zum König auf seinem Thron und mit den Leviten, den Priestern, meinen Dienern. Wie man des Himmels Herr nicht zählen, noch den Sand im Meer messen kann, so will ich mehren das Geschlecht Davids, meines Knechtes, und die Leviten, die mir dienen. Also hier sind Verheißungen, und da gibt es also eine Fülle von Verheißungen in dieser Richtung im Alten Testament, wo David buchstäblich seiner Nachkommenschaft, auch nach der babylonischen Gefangenschaft, während der ja kein König mehr auf dem Thron David saß, ein weiterer buchstäblicher Nachkomme verheißen worden ist, der auf diesem Thron sitzen wird. Wenn also die Juden zur Zeit Jesu einen Sohn Davids als Messias, als diesen Spross, der dann Gerechtigkeit regieren wird und der natürlich dann auch die Feinde Gottes niederschlagen wird, wenn sie das erwartet hatten, dann kann man es ihnen nicht übel nehmen, denn das ist das, was hier eigentlich tatsächlich in diesen Texten zu finden ist. Gehen wir weiter, schauen wir jetzt etwas zurück in die Zeit Davids selbst. Hier sind wir ja schon in der Zeit lange nach dem Tod Davids und Salomo. Aber gehen wir mit diesem Gedanken jetzt zurück einmal zur Geschichte von David und schlagen einmal in 2. Samuel 8, Vers 15 auf. Was uns dort von David in der Bibel beschrieben wird. Und da heißt es hier, 2. Samuel 8, Vers 15: So war David über ganz Israel und er schaffte Recht und Gerechtigkeit seinem ganzen Volk. Also das ist genau die Aussage, die jetzt übereinstimmt mit dem, was dort in Jeremia 23 und 33 von diesem zukünftigen Spross und dem Sohn Davids besprochen ist, dass er in Recht und Gerechtigkeit im Lande schaffen und im Lande üben und regieren wird. Das wird hier von David buchstäblich gesagt. Die Bibel sagt es, dass David das damals gemacht hat. Wir haben eine Parallelstelle in 1. Chronik 18. Wenn ihr 1. Chronik 18 aufschlagt, Vers 14, da steht genau das Gleiche. Vielleicht lesen wir dann vorher noch, da geht es um David, mit welchem Erfolg er seine Regierung geübt hat. Und da heißt es ab Vers 13, in 1. Chronik 18, ab Vers 13, da heißt es, und David setzte Statthalter in Edom ein, also in einem Land außerhalb Israels, ja, das er eingenommen hat, so dass alle Edomiter David untertan waren, denn der Herr half David, wo er auch hinzog. Also Gott war mit David, der David war wirklich ein göttlicher Fürst, ein göttlicher König, der nach dem Herzen Gottes war. Und dann steht hier im Vers 14 noch dazu, so regierte David über ganz Israel und schaffte Recht und Gerechtigkeit seinem ganzen Volk. Man hat also den Eindruck, wenn man diesen Text hier liest, dass der Jeremia genau dieses Vorbild von David aufnimmt. Und wenn er hier nach der babylonischen Gefangenschaft wieder von einem Spross spricht, der dem Hause David gegeben werden soll und der dann auf dem Thron David sitzen soll, dann bringt er hier oder hat Jeremia offensichtlich auf diese buchstäbliche Geschichte von David bezogen. Und Gott selber, der ja durch Jeremia gesprochen hat, hat hier einen Sohn angekündigt, der genau nach diesem Muster des David regieren sollte. Rein alttestamentlich zusammenhängend kann man diese beiden Stellen in Jeremia und in Chronik hier mit der buchstäblichen Situation bei David nicht auseinanderhalten. Da geht es sprachlich genau um dasselbe. Ein König, der recht regieren wird. Schauen wir, wer ist dieser zunächst König David, dieser Spross Davids, der buchstäbliche Spross David, dem diese Verheißung schon damals galt, bevor Jeremia sie nach der babylonischen Gefangenschaft noch einmal wiederholt hat, in einem ganz anderen historischen Kontext, schlagt auf 2. Samuel Kapitel 7. 2. Samuel 7, hier geht es um die Nachfolge, um die Verheißung, die Gott dem David gegeben hat, für einen Sohn, den er aus ihm erwecken will und der eben dann sein Nachkomme sein soll, sein königlicher Nachkomme. In 2. Samuel Kapitel 7, ab Vers 12 lesen wir,
Wenn nun deine Zeit um ist, sagt Gott hier zu David, und du dich zu deinen Vätern schlafen legst, will ich dir einen Nachkommen erwecken, der von deinem Leibe kommen wird, also von deinem eigenen Leibe kommen wird, dem will ich sein Königtum bestätigen. Wer ist jetzt wirklich gemeint? Dann geht's weiter. Der soll meinem Namen ein Haus bauen und ich will seinen Königsthron bestätigen ewiglich. Niemand anderer hat Gott ein Haus gebaut als der Salomo, dem David eingesetzt hat, wo Gott dem David gesagt hat, er könne dieses Haus nicht bauen, weil er zu viel Blut vergossen hat. Jetzt steht hier etwas da, was im Neuen Testament auf Jesus bezogen ist. Ich will sein Vater sein und er soll mein Sohn sein. Wenn ihr in Hebräer 1 lest dort, dann wird diese Stelle zitiert und die wird dort mit Jesus in Verbindung gebracht. Aber hier in dem Zusammenhang müssen wir uns fragen, war das, was Gott hier dem David verheißen hat, wirklich auf Jesus gleich zu beziehen und auf Jesus gemeint? Wenn wir den Text im gesamten Zusammenhang lesen, würden wir nie auf die Idee kommen, dass das mit Jesus zu tun hat. Denn wenn hier steht im Vers 14 nochmal, ich will sein Vater sein und er soll mein Sohn sein, wenn er sündigt, will ich ihn mit Menschenruten und mit menschlichen Schlägen strafen, dann kann man sich wohl nicht vorstellen, dass das hier eine Verheißung war, die sich in Jesus erfüllen sollte, wie es aber generell im Christentum immer wieder interpretiert wird. Da heißt es aber weiter, aber meine Gnade soll nicht von ihm weichen, wie ich sie habe weichen lassen von Saul, den ich vor dir weggenommen habe. Auch das kann sich nicht auf Jesus beziehen. Aber dein Haus und dein Königtum sollen bestehen, beständig sein in Ewigkeit vor mir und dein Thron soll ewiglich bestehen. Das ist eine Aussage, die wir hier ganz klar formuliert haben, dass diese Aussagen höchstens in einer zweiten Erfüllung sich dann an Jesus erfüllt haben, weil Umstände eingetreten sind, die offensichtlich eine erste Erfüllung, wie sie Gott schon gleich direkt mit Salomo erreichen wollte, offensichtlich nicht möglich gewesen ist. Aber wir müssen uns jetzt in das Denken eines Juden versetzen. Und wir dürfen nicht zu schnell die Steine auf das Judentum werfen, auf die Menschen damals oder auf Juden heute, wenn sie ein anderes Verständnis zunächst einmal vom Messias haben, als wir uns als Christen da so vorstellen und das Ganze eben nur mit Jesus in Verbindung bringen. Versuchen wir mal, diese Menschen in ihrer Situation zu verstehen. Sie haben hier das Alte Testament gekannt und in diesem Alten Testament gab es also wunderbarste Verheißungen für einen Nachkommen Davids und für seinen Thron und für die Herrschaft, eine dauerhafte Herrschaft, eine ewige Herrschaft, wo Recht und Gerechtigkeit von diesem Thron ausgehen sollte. Das war ja Gottes Plan, den er mit Israel hatte. Von diesem Sohn David hat dann auch Jesaja gesprochen. Wenn wir in Jesaja 11 lesen, und das versuchen wir jetzt wieder mal, gleich wieder, mit dem Gedanken eines Israeliten, der im Alten Testament den Messias erwartet hat, kommt hier auch von Jesaja eine Aussage zunächst einmal im Vers 1, und da heißt Jesaja Kapitel 11, und es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamme Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. Wir übertragen das sofort natürlich auf Jesus, aber muss das unbedingt sein, wenn wir hier den Zusammenhang lesen, wenn im Vers 2 zum Beispiel steht, auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Allen Königen in Israel hat Gott verheißen, dass er ihnen Weisheit schenken wird. Und Salomo war ja das beste Beispiel dafür. Der hat sich hier wirklich von Gott die Weisheit erbeten und in ihm war der Geist der Weisheit drinnen, der Geist des Verstandes, der Geist des Rates, der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Das ist bei David so gewesen und das war auch bei Salomo eigentlich so gewesen. Das sollte eigentlich eine Verheißung sein, die für jeden König in Israel gelten sollte.
Aber natürlich war eine Voraussetzung, dass die Leute das dann auch, die Nachkommen Davids, die dann auf den Thron steigen, das auch dann so tun. Ja? Und es ist ja auch verheißen worden, wenn aber seine Söhne sich nicht an den Gesetz Gottes orientieren, dann wird all das Verheißene, all das, was Gott an Segen verheißen hat und an Weisheit verheißen hat, um zu regieren zu können in Gerechtigkeit, nicht zutreffen. Dann wird sich das nicht erfüllen. Das ist hier klar. Schauen wir uns auch einen weiteren Text an, und zwar im Psalm 72. Es gibt ja im Alten Testament und vor allen Dingen in den Psalmen viele messianische Psalmen. Also wir würden das im Christentum oder unter Christen, in der christlichen Auslegung, werden solche Psalmen, wie ich jetzt euch zum Beispiel im Psalm 72 vorlese, oft gerne eins zu eins irgendwie auf Jesus übertragen, wobei man dabei nur einzelne Sätze aus den Psalmen herausreißt und sie dann als solche auf Jesus überträgt. Schauen wir uns einmal einen Text an. Im Psalm 72, Ja, ich lese jetzt einmal von Vers 8 weg. Gehen wir mal mitten in den Text hinein, Psalm 72, Vers 8. Da heißt es, er soll herrschen von einem Meer bis ans andere und von dem Strom bis zu den Enden der Erde. Vor ihm sollen sich neigen die Söhne der Wüste und seine Feinde sollen Staub lecken. Die Könige von Tarsis auf den Inseln sollen Geschenke bringen, die Könige aus Saba und Seba sollen Gaben senden. Alle Könige sollen vor ihm niederfallen und alle Völker ihm dienen. Wenn ich jetzt hier aufhören werde zu lesen, dann wird jeder von uns unter Christen automatisch daran denken, das kann nur Jesus sein als der Messias. Manches interpretieren diesen Text, bringen das mit den Weisen, mit den heiligen drei Könige in Verbindung und meinen, da hat sich das erfüllt, wie die heiligen drei Könige, wie man so schön sagt, gekommen sind, als Jesus geboren wurde und ihm da Geschenke gebracht haben. Im Vers 11, alle Könige sollen vor ihm niederfallen und alle Völker vor ihm dienen. Das bringt man dann in die Zukunft und sagt, das wird sich am Ende der Zeit dann abspielen, wenn die ganzen Völker und Könige vor Gott kommen werden. Aber da muss man fragen, wo werden dann die Könige, die alle Völker der auf Erden, dem himmlischen König Geschenke bringen? Das wird sich im Himmel nirgends abspielen, wenn man das auf das übertragen wird. Oder auch bei der Wiederkunft Jesu wird sich das nicht abspielen. Wenn wir jetzt nur den Zusammenhang, den ganzen Psalm lesen, dann werden wir merken, da sind zwar Verheißungen drinnen, die so aussehen, als könnte sich das nur in Gottes Königreich erfüllen, aber wenn wir von Vers 1 weglesen, dann merken wir, dass das Verheißungen sind, die eigentlich damals dem israelitischen König gegeben worden sind. Und es ist ein Psalm von Salomo, offensichtlich ein Psalm, der ihm gewidmet war und wo seine Situation beschrieben wird. Der sagt, er betet hier selber, Gott, gib dein Gericht dem König und deine Gerechtigkeit dem Königssohn. Man kann den Psalm so lesen, als würde hier Salomo selbst diese Bitte an Gott richten, dass er dein Volk richte mit Gerechtigkeit und deine Elenden rette. Er bittet darum, dass er in Gerechtigkeit regieren kann, so wie es verheißen war von Gott. Lass die Berge Frieden bringen für das Volk und die Hügel Gerechtigkeit. Er soll, also dieser König, um den er hier betet, er selbst in der dritten Person spricht er, er soll den Elenden im Volk Recht schaffen und den Armen helfen und die Bedränger zermalmen. Salomo betet hier offensichtlich auch für die, die als seine Söhne dann am Thron sitzen. Er soll leben, solange die Sonne scheint. Und solange der Mond währt von Geschlecht zu Geschlecht, achtet Salomo, hat hier den Wunsch, dass dieser König, von dem er hier spricht, so lange lebt wie die Sonne und der Mond, also ewig. Ja? Er soll herabfahren wie der Regen auf die Aue, wie die Tropfen, die das Land feuchten. Zu seinen Zeiten sollen blühen die Gerechtigkeit und großer Friede sein, bis der Mond nicht mehr ist. Er soll herrschen von einem Meer bis ans andere und von dem Strom bis ans Ende der Erde. Wenn ihr also in diesem Zusammenhang das lest, dann merkt ihr, das ist hier ein Gebet für einen irdischen König, der auf dem Thron Davids sitzen sollte. Und die Verheißungen, die wir im Alten Testament haben, gehen sehr stark in diese Richtung, dass das sich auch so realisieren
hätte können, wenn diese Könige mit Gottes Herrschaft, mit Gottes Weisheit und im Glauben und in Treue zu Gott regiert hätten. In Hesekiel Kapitel 34, ebenfalls eine Prophezeiung, die wir haben. Hesekiel Kapitel 34. Und da lesen wir ebenfalls, hier wieder in der Zeit nach der babylonischen Gefangenschaft. Man muss ja sagen, diese Verheißungen, die wir jetzt gelesen haben von David und Salomo, die haben sich ja in der ganzen Königsherrschaft, die Juda hatte in Israel, nirgends erfüllt. Es kam nach Salomo nie mehr wirklich ein König, der so in Gerechtigkeit, oder so ein König wie David auch, der so in Gerechtigkeit und so in Übereinstimmung mit Gottes Willen regiert hat. Wir kennen diese Geschichte, da ist so vieles verloren gegangen, aber Gott gab seinen Plan hier offensichtlich nicht auf und er wollte eigentlich immer wieder, dass sein Plan, dass die Könige, die auf seinem Thron sitzen sollten oder in Israel sitzen sollten, dass die wirklich in Gerechtigkeit nach dem Willen Gottes regieren. Lesen wir in Hesekiel 34, da steht auch wieder eine Verheißung nach der babylonischen Gefangenschaft. Und ich will ihnen einen einzigen Hirten erwecken, der sie weiden soll, nämlich meinen Knecht David, der wird sie weiden und soll ihr Hirte sein. Und achtet, jetzt geht es weiter und es steht, und ich, der Herr, will ihr Gott sein, aber mein Knecht David soll der Fürst unter ihnen sein. Das sage ich, der Herr. Also hier haben wir ganz deutlich dieses Konzept, dass Gott sagt, ich will ihr Gott sein, der König sollte nicht ohne mich regieren, er sollte unter meiner Herrschaft stehen, unter meiner Führung stehen und das Volk in Gerechtigkeit führen. Er will Gott sein, aber hier hat er einen Fürsten, einen irdischen Fürsten, der hier auf dem Thron Davids sitzen sollte. Und ich will einen Bund des Friedens mit ihnen schließen und alle bösen Tiere aus dem Lande ausrotten, dass sie sicher in der Steppe wohnen und in den Wäldern schlafen. Und will sie und alles, was um meinen Hügel her ist, segnen und auf sie regnen lassen zu rechter Zeit. Das sollen gnädige Regen sein, dass die Bäume auf dem Felde ihre Früchte bringen und das Land seinen Ertrag gibt. Und sie sollen sicher auf ihrem Lande wohnen und sollen erfahren, dass ich der Herr bin, wenn ich ihr Joch zerbrochen und sie errettet habe aus der Hand derer, denen sie dienen mussten. Und ihr merkt, hier sind Verheißungen, die sich absolut für Israel im Zusammenhang mit dieser Rückführung aus der babylonischen Gefangenschaft erfüllen sollte. Schauen wir uns noch Hesekiel 37 an. Überall begegnen wir denselben Gedankengang. Und wir lesen das jetzt einmal aus der Sichtweise und aus dem Verständnis eines Juden, der im Alten Testament gelebt hat und der zur Zeit Jesu gelebt hat und eben einen solchen Messias aus dem Hause David, einen Knecht David, einen Sohn Davids erwartet hat, der im Lande buchstäblich regieren sollte und ein gerechter König sein sollte unter der Herrschaft Gottes. Auch das glauben die Juden, dass das ein König sein wird, der unter der Herrschaft Gottes regieren wird. Hier wieder eine Verheißung. Und das ist eine der schönsten, die wir haben im Alten Testament und der klarsten, die natürlich für Juden heute noch Bedeutung hat, wenn man sagt, das hat sich ja noch alles nicht erfüllt. Und von diesen Königen, von denen wir gesprochen haben hier, müssen wir doch sagen, das hat sich in der buchstäblichen Geschichte Israel bis heute nicht erfüllt. Einschließlich dessen, was Jesus getan hat, auch als Jesus hier auf Erden war, hat sich das ja nicht erfüllt. Denn seit Jesus hier auf Erden war, gab es in Jerusalem nie mehr wieder Frieden und nie mehr wieder Sicherheit. Also hat sich diese Prophezeiung von diesem Spross, der da angekündigt worden ist, in keiner Weise bis heute erfüllt. Und ob wir das einfach jetzt so übertragen können auf das Ende, auf die neue Erde, ich denke, der Zusammenhang lässt das zunächst einmal nicht zu. Hesekiel Kapitel 37, Abvers 2 heißt es, und will ein einziges Volk aus ihnen machen im Lande auf den Bergen Israels, und sie sollen allesamt einen König haben und sollen nicht mehr zwei Völker sein und nicht mehr geteilt in zwei Königreiche.
Also eine buchstäbliche Verheißung für Israel. Im Alten Testament, dieses Nord- und Südreich sollte nicht mehr existieren nach der Gefangenschaft, sondern nur mehr ein Königreich. Und dann heißt es, und sie sollen sich nicht mehr unrein machen mit ihren Götzen und Gräuelbildern und allen ihren Sünden. Ich will sie retten von allen ihren Abwegen, auf denen sie gesündigt haben, und will sie reinigen, und sie sollen mein Volk sein, und ich will ihr Gott sein. Eine absolute Gemeinschaft mit Gott sollte hier hergestellt werden. Gott will sie reinigen von ihren Sünden. Sie sollten von Sünde frei werden. Ein ganzes Volk sollte so frei werden und gereinigt werden. Und jetzt kommt der Knecht wieder. Und mein Knecht David soll ihr König sein und der einzige Hirte für sie alle. Und als Jesus da war, nicht, hat er sich als guter Hirte bezeichnet. Aber hier ist ein anderer König angekündigt gewesen, gleich schon in der Zeit vor Christus, nach der babylonischen Gefangenschaft, denn es geht hier weiter. Und sie sollen wandeln in meinen Rechten und meine Gebote halten und danach tun. Und sie sollen wieder in dem Lande wohnen, das ich meinem Knecht Jakob gegeben habe, in dem eure Väter gewohnt haben. Sie und ihre Kinder und Kindeskinder sollen darinnen wohnen. Für immer. Achtet das jetzt. Und mein Knecht David soll für immer ihr Fürst sein. Hier ist von einem Fürsten, der tatsächlich aus dem Hause Davids kommen soll, mit all den anderen Texten, die wir da in Verbindung schon gelesen haben. Und ich will mit ihnen einen Bund des Friedens schließen, der soll ein ewiger Bund sein. Gott hat nie einen zeitbegrenzten Bund versprochen, sondern immer einen ewigen Bund. Und ich will sie erhalten und nähren und mein Heiligtum soll unter ihnen sein für immer. Das heißt also, das wiedererbaute Heiligtum soll für immer unter ihnen sein. Ich will unter ihnen wohnen, will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Ja, Gott selbst will auch da wohnen, aber er hat einen Fürsten, der unter seiner Herrschaft das Volk regieren soll. Damit auch die Heiden erfahren, dass ich der Herr bin, der Israel heilig macht, wenn mein Heiligtum für immer unter ihnen sei. Also wunderbare Verheißungen. Wenn wir das zusammenfassen, dann geht es hier darum, dass aus solchen Texten zum Beispiel für Juden die Erwartung, dass der Messias, der Gesalbte, der König, ein Fürst sein sollte aus dem Hause David, eine ganz klare Sache war. Der Gesalbte muss hier in diesem Zusammenhang, trägt hier nirgends, und das ist mir jetzt bedeutungsvoll, nirgends göttliche Wesenszüge. In dem Sinn, dass man sagt, das ist ein göttliches Wesen, das hier unter diesem König David beschrieben wird. Sondern es ist ein Mensch, der von Gott zum Fürsten und zum Fürsten gesalbt oder eingesetzt, Salbung bedeutet der Einsetzen und mit dem Heiligen Geist ausgerüstet wird. Wie David es war, als er gesalbt wurde, wie Salomo es war, der gesalbt wurde. Und die Salbung hat er immer auch mit einer Ausrüstung zum Dienst und eine Salbung auch mit dem Heiligen Geist zu tun. Jetzt sollten wir aber vielleicht die Frage stellen, ja, war das im Grunde genommen nicht eigentlich schon das ursprüngliche Konzept, das Gott bei der Schöpfung schon hatte? Gott hat ja von Anfang an kein göttliches Wesen auf dieser Erde eingesetzt, der zum Fürsten für diese Welt werden sollte, zum Herrn dieser Welt oder zum Herrscher dieser Welt. Sondern einen Menschen, den er geschaffen hat, das war Adam, ein Mensch aus Fleisch und Blut, ein Geschöpf Gottes, den Gott hier zum Herrn über diese Welt gegeben hat, zum Herrn über diese Schöpfung gegeben hat. Wenn Adam nicht gesündigt hätte, dann müssen wir davon ausgehen, dass Adam eigentlich der Fürst dieser Welt gewesen wäre und bis heute noch dieser Fürst sein würde, der unter der Herrschaft Gottes regieren würde. Also ein Mensch und keine göttliche Person, die war da eigentlich von Gott geplant für die Herrschaft dieser Erde. Und wenn wir jetzt diese Texte gelesen haben vom David, dem ein Sohn geschenkt werden sollte, der so mit der Gerechtigkeit regieren sollte und der als Fürst auch die Völker beherrschen sollte, da gibt es ja noch viele Texte, die wir da in Ergänzung lesen sollte, dann ist das eigentlich ein Konzept, das wir im Alten Testament oder von vor der Schöpfung schon finden, dass Gott hier diese Welt in die Hände von Menschen gegeben,
In Psalmen gibt es ja auch ein Wort, wo Gott gesagt hat, Gott ist der Schöpfer Himmels und der Erde, aber die Erde hat er den Menschen gegeben. Und sollte von gerechten Menschen bewohnt und natürlich von einem gerechten Fürsten und von einem heiligen Fürsten regiert werden. Wenn wir das so betrachten, dann stellt sich für mich die Frage, was war also mit ein wesentlicher Grund, warum die Juden Jesus als Herrn der Herrlichkeit nicht erkannt haben, ihn verwarfen und dann letztendlich kreuzigten? Das hat etwas genau mit diesem Thema zu tun. Seine Behauptung, Jesus hat ja behauptet, er sei nicht nur der Sohn Davids, sondern er sei gleichzeitig Sohn Gottes und eine göttliche Person. Sogar hat er sich als Sohn Davids Gott gleichgestellt. Merkt ihr? Und genau das, dieser Anspruch, der den Juden aufgestoßen. Der war für die Juden pure Gotteslästerung. Wie kann jemand, der sich als Sohn Davids sieht, als der angekündigte Sohn Davids, gleichzeitig Sohn Gottes nennen und gleichzeitig als gottgleiche Person sich ausgeben? Das ging in einen jüdischen Kopf nicht hinein und das geht bis heute in einen jüdischen Kopf nicht hinein, weil sie einfach, weil für sie schon der Grundsatz gilt, es gibt keinen Sohn Gottes, es gibt keine zweite Person, die sich noch Gott nennen kann. Und das war der Konflikt, den die Juden hatten. Auf der einen Seite die Vorstellung von einem König, der aus dem Hause David kommt, ein buchstäblicher Nachkomme David sein soll. Und das hat er bei Jesus zugetroffen. Und der dann auch der Fürst, der Messias sein sollte. Aber dass der behauptet, als Messias göttliche Person zu sein, das war Gotteslästerung. Das war der Stein des Anstoßes. Warum sollten Sie einem Gotteslästerer, der so etwas von sich behauptet, glauben und gehorchen? Versuchen wir das einmal von der Seite zu verstehen, auch wenn er noch so viele Wunder tut und noch so viele Kranke heilt und noch so schön predigt. Aber wenn er behauptet, er sei Gott, gleich als Sohn Davids, dann ist das Grund genug gewesen, dass man hier geschrien hat und gesagt hat, Gotteslästerung ans Kreuz mit ihm. Das Problem war also nicht nur, dass Jesus ihren irdischen Erwartungen einer Königsherrschaft und eines Königs nicht entsprach, sondern dass er einen Anspruch erhob, fassen wir das nochmal zusammen, als Sohn Davids eine zweite Person der Gottheit zu sein. Das war zu viel. Nun aber die Frage, wie ist das aber mit der zweiten Person der Gottheit bei Jesus? Steht darüber nichts in der Tora und bei den Propheten? Haben die Juden keine Chance gehabt, in einem Wesen bei Gott, ja, bei Gott irgendwo eine zweite Person zu finden, die sich Gott nennen konnte? Hatten sie da keine Chance von der Tora her? Hätten sie prinzipiell doch wissen können, dass Gott nicht nur in einer, sondern mindestens in zwei Personen existiert? Ich sage das jetzt nochmal bewusst, mindestens in zwei Personen, wenn wir mal den Heiligen Geist als Person herauslassen. Und da stelle ich mir die Frage, und da muss man den Juden die Frage stellen, wie gut haben sie die Schriften wirklich gekannt, die Bibel wirklich gekannt? Haben sie die Tora wirklich richtig gelesen, dass sie nicht erkennen konnten, dass Gott in zwei Personen existiert, dass es eine zweite Person neben dem Gott gibt, den sie als den einzigen wahren Gott erkannt haben. Wir haben ja das letzte Mal schon einen Text gelesen und mehrere Texte, wo ich versucht habe, da schon einige Zusammenhänge zu zeigen. Aber ich bitte euch, dass wir heute noch einmal in 2. Mose 23 aufschlagen, als einen ersten Text, den wir uns hier anschauen wollen, wo es ganz klar hervorgeht, dass neben Gott eine zweite Person existiert, die absolut göttlichen Anspruch erhebt und dass hier die Juden eigentlich das hätten entdecken müssen und wissen müssen. In 2. Mose 23, Vers 20 steht, siehe, ich sende einen Engel vor dir her, der dich behüte auf dem Wege und dich bringe an den Ort, den ich bestimmt habe. Einen Engel.
sende ich vor euch. Erinnert euch, wir haben das letzte Mal schon gesagt, wer spricht hier? Hier spricht jemand, der einen Engel senden wird, der Israel an den Ort bringen wird, der für sie von Gott bestimmt ist. Und jetzt wird von diesem Engel gesagt, hüte dich vor ihm, sagt diese eine Stimme, hüte dich vor ihm und gehorche seiner Stimme und sei nicht widerspenstig gegen ihn, denn er wird euer Übertreten nicht vergeben, weil mein Name in ihm ist. Das heißt, hier geht es um eine zweite Person, die göttliche Autorität hat, weil sie Sünden vergeben kann. Das haben wir das letzte Mal besprochen. Und weil der Name Gottes in ihm ist. Also kann der hier spricht, nur Gott Vater sein. Und der Engel, von dem hier die Rede ist, kann nur ein Bild sein für eine zweite Person, die neben Gott steht. Hier steht nicht, dass es Jesus ist. Sprechen wir also nur von einer zweiten Person neben Gott. Jetzt sagt Gott hier in diesem Text weiter, der Vater also, redet hier offensichtlich, wirst du aber auf seine Stimme hören und alles tun, was ich dir sage, achtet, Gott sagt, wenn du das tust, was ich dir sage, und wenn du auf seine Stimme hörst, die Stimme des Engels ist parallel zu sehen, hat dieselbe Autorität wie die Stimme Gottes. So will ich deiner Feinde Feind und deiner Widersacher Widersacher sein. Ja, mein Engel wird vor dir hergehen und dich bringen zu den Amoritern, Hethitern, Perisitern, Kananitern, Hebitern, Jebusitern und ich will sie vertilgen. Achtet, er sagt, der Engel wird vor dir hergehen, vor dir den Weg bereiten so quasi und ich will sie vertilgen. Merkt ihr, wie hier Gott Vater und der Engel, von dem hier die Rede ist, lassen wir nur mal das so stehen, der mit göttlicher Autorität hier von Gott selbst beschrieben wird, wie die zusammenwirken. Das ist für mich ein sehr schöner Text und wenn ihr das ganze Kapitel hier lest, dann spricht hier Gott immer wieder im Zusammenhang mit vom Engel, wo man sehen kann, was Gott Vater tun wird und was der Engel tun wird. Wie Gott hier mit diesem Engel zusammenarbeiten wird, der ebenfalls eine zweite göttliche Person darstellt. Das kann man hier aus dem Zusammenhang überhaupt nicht übersehen. Ich habe nun für mich noch einige Texte gefunden, die eigentlich mir so noch nie richtig aufgefallen sind, so bewusst. Schlag da mal auf. Wir gehen jetzt zurück in die Zeit der Patriarchen. Und zwar in 1. Mose Kapitel 31. 1. Mose Kapitel 31. Da ist erzählt uns die Geschichte, den Traum von David, ja, nicht von David, von Jakob. Das heißt, die Geschichte von Jakob, wie er seinen Bruder Esau betrogen hat und dann flüchten musste und dann bei seinem Schwiegervater 7 Jahre um seine Frau dienen musste und dann wurde er betrogen und dann hat er noch einmal 7 Jahre um die Rachel gedient. Die Geschichte ist ja bekannt. Und hier steht im Abvers 11, und der Engel Gottes sprach zu mir im Traum, sagt Jakob. Der Engel Gottes, Jakob, und ich antwortete, hier bin ich. Er aber sprach, hebe deine Augen auf und sieh, alle Böcke, die auf der Herde springen, sind sprenkelig, gefleckt und bunt. Denn ich habe alles gesehen, was Laban dir antut. Ich bin der Gott, der dir zu Bethel erschienen ist, wo du den Stein gesalbt hast, und du hast mir da selbst ein Gelübde getan. Nun mach dich auf und zieh aus diesem Lande und kehre zurück in das Land deiner Verwandtschaft. Ihr achtet auch hier darauf, es spricht der Engel Gottes, der ihm in einem Traum erschien. Jakob bezeichnet ihn als Engel Gottes. Und dann stellt sich dieser Engel Gottes in diesem Traum selbst vor und sagt, ich bin der Gott, der dir in Bethel erschienen ist. Und wenn ihr diese Geschichte schaut, das ist der Gott Abrahams, Isaak und Jakobs. Also der Engel Gottes, der Gott Abrahams, Isaak und Jakobs. Da muss man sich fragen, was machen die Juden mit so einem Text? Und ich werde euch dann erzählen, kurz noch, ja, wenn wir diese Erfahrung, die ich da gemacht habe. Lesen wir einen weiteren Text, 1. Mose 48. 1. Mose 48, da haben wir die Geschichte von Jakob
wie er mit Josef in Ägypten war und dort so gegen Ende seines Lebens kam. In 1. Mose 48, Vers 15 sagt der Text, und er segnete Josef und sprach, also Jakob ist hier, der den Josef segnet, der Gott, vor dem meine Väter Abraham und Isaak gewandelt sind, der Gott, der mein Hirte gewesen ist, mein Leben lang bis auf diesen Tag, der Engel, der mich erlöst hat von allem Übel, der segne die Knaben, dass durch sie und mein und meiner Väter Abraham und Isaak Name fortlebe, dass sie wachsen und viel, viel werden auf Erden. Achtet, was Jakob hier macht. Der spricht auch hier ganz deutlich von diesem Gott Isaaks, Abraham und Isaaks. Und er nennt ihn hier einen Engel, den Engel, der ihn erlöst hat. Also eine sehr deutliche Aussage auch wieder, wo auch Jakob, so wie vorher schon, wie wir es gelesen haben, diesen Gott als Engel bezeichnet. Eine weitere Stelle, schlagt da mal auf, und das ist eine Stelle, die ich eigentlich auch die meiste Zeit meines Lebens überlesen habe, und zwar in Richter Kapitel 2. In Richter Kapitel 2. Und da im Vers 1 und die Verse danach, da steht, es kam aber der Engel des Herrn herauf von Gilgal nach Bochim und sprach, ich habe euch aus Ägypten heraufgeführt, ins Land gebracht, das ich euren Vätern zu geben geschworen habe und gesprochen, ich wollte meinen Bund mit euch nicht brechen ewiglich. Habt ihr das jetzt aufmerksam mitgelesen? Wer sagt da von sich, ich habe euch aus Ägyptenland heraufgeführt und ins Land gebracht? Da steht hier, der Engel des Herrn kam und sprach, ich habe es getan. Das heißt, hier wird nicht gesagt, der Gott hat euch aus Ägypten herausgebracht, Gott hat euch erlöst aus Ägypten, sondern der Engel sagt das hier. Ihr aber sollt keinen Bund schließen, steht dann weiter hier, und dann im Vers 4 steht, und als der Engel des Herrn diese Worte zu ganz Israel geredet hatte, erhob das Volk seine Stimme und weinte. Also ein interessanter Zusammenhang. Jetzt haben wir hier vier Stellen gelesen, wo jedes Mal vom Engel des Herrn die Rede ist, der hier als göttliches Wesen dargestellt wird, und von dem der Vater spricht, was er mit diesem Engel des Herrn tun wird und was dieser Engel des Herrn getan hat. Er wird absolut als Gott dargestellt. Eine weitere Stelle ist im Zusammenhang mit der Opferung Isaaks. 1. Mose 22. Also je mehr ich diese Stellen jetzt für mich entdeckt habe und noch einmal neu entdeckt habe und zum Teil erst mir bewusst geworden sind, desto mehr habe ich mich gefragt, ist es möglich, dass die Juden trotz solcher Aussagen immer noch glauben konnten, dass Gott nur in einer Person existiert und neben ihm keine zweite Person existiert. Und das ist ein Phänomen. 1. Mose 22, Vers 11, da ist die Opferung Isaaks. Und da lesen wir, da rief ihn der Engel des Herrn vom Himmel und sprach, Abraham, Abraham, er antwortete, hier bin ich. Er sprach, achtet, was jetzt dieser Engel des Herrn sagt, aber er wird hier als Engel des Herrn beschrieben, nicht als Jahwe oder als Gott, sondern Engel des Herrn. Dieser Engel sagt, lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont um meinetwillen. Also jetzt könnte man sagen, da war ein Engel, ein gewöhnlicher Engel, der gesagt hat, nun weiß ich, dass du Gott fürchtest. Aber wenn wir weiterlesen, dann merken wir, dass das auch eine göttliche Person war. Da hob Abraham seine Augen auf und sah einen Widder hinter sich und in der Hecke mit seinen Hörnern hängen und ging hin und nahm den Widder und opferte ihn zum Brandopfer an seine Sohne statt. Und Abraham nannte die Stätte, der Herr sieht, daher man noch heute sagt, auf dem Berge, da der Herr sieht. Und der Engel des Herrn, jetzt geht's weiter, und der Engel des Herrn rief Abraham abermals vom Himmel her und sprach, ich habe bei mir selbst geschworen, spricht der Herr, weil du solches getan hast
und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont, will ich dein Geschlecht segnen und mehren wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres, und deine Nachkommen sollen die Tore ihrer Feinde besitzen, und durch dein Geschlecht sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorcht hast, der Stimme dieses Engels, der hier gesprochen hat und den Abraham daran gehindert hat, dass er tatsächlich seinen Sohn getötet hat. Eine riesen Glaubensprüfung, und Abraham hat diese Glaubensprüfung hier bestanden, und Gott hat ihm hier im Zusammenhang damit eine große Verheißung gegeben. Und wenn wir das lesen, werden wir merken, von dieser Verheißung hat sich lediglich erfüllt, dass Israel zeitweise ein großes Volk geworden ist, aber nie vor Feinden bewahrt war. Die Feinde haben immer ihre Tore besessen, und es war nicht umgekehrt. Und ein Segen von diesen Nachkommen ist nirgends in der ganzen alttestamentlichen Zeit über die Völker gegangen. Also wieder, der Engel des Herrn. In Kapitel 21 davor also begegnen wir diesen Engel ebenfalls wieder im Zusammenhang mit Hagar. Und zwar 1. Mose 21, Vers 17, da steht: Da hörte Gott die Stimme des Knaben. Und der Engel Gottes rief Hagar vom Himmel her und sprach zu ihr: Was ist dir, Hagar? Fürchte dich nicht, denn Gott hat gehört die Stimme des Knaben, der dort liegt. Der Engel sagt: Gott im Himmel hat deine Stimme gehört. Jetzt könnte man meinen, also war der Engel einfach ein gewöhnlicher Engel und jetzt spricht er von Gott. Aber wenn wir weiterlesen: Steh auf, nimm den Knaben und führe ihn an deiner Hand, denn ich will ihn zum großen Volke machen. Und Gott tat ihr die Augen auf, dass sie einen Wasserbrunnen sah. Ihr merkt also, der Engel des Herrn wird hier, wenn man diese Texte klar und deutlich liest, immer mit einer zweiten Person der Gottheit gleichgestellt, hat die gleiche Autorität, spricht in göttlicher Autorität und nennt sich selber immer wieder auch Gott und wird auch von den Patriarchen und Propheten von Abraham und Isaak und Jakob als Gott erkannt, als zweite Person der Gottheit. Nachdem ich diese Texte alle so gesehen habe, konnte ich nicht mehr ruhen und habe mir gedacht, das gibt's doch nicht, wenn im Alten Testament und gerade in der Tora, in den fünf Büchern Mose, schon im ersten Buch Mose, die stärksten Texte drinnen stehen, dass Gott hier in zwei Personen spricht und dass der Vater von einer anderen Person spricht, die auch Autorität hat, göttliche Person, dann habe ich mir gedacht, das gibt's doch nicht. Was machen die Juden mit diesen Texten? Und ich habe das letzte Mal euch schon angekündigt, dass ich das nachfragen werde. Und das habe ich dann gleich am nächsten Tag gemacht. Ich habe nach Wien angerufen, zunächst einmal nach Graz. Ich habe mir gedacht, ich fange mal bei Graz an. Vielleicht bekomme ich da an der Universität, denn da gibt es ja auch eine Synagoge dort. Und an der Universität gibt es ja auch Professoren, die Judaistik unterrichten. Und jetzt habe ich einmal in die jüdische Kultusgemeinde in Graz angerufen und habe da versucht, einen Theologen zu bekommen, dem ich da eine theologische Frage stellen konnte. Und da war eine Dame am Apparat, die ich da bekommen habe, und habe gesagt, ich hätte hier eine Theologie, habe mich kurz vorgestellt, wer ich bin, ja, und dass ich da mich mit dem Alten Testament beschäftige. Und da bin ich auf eine für mich wichtige Frage gestoßen, wo ich gerne gewusst hätte, wie Juden diese Frage mir beantworten können in der jüdischen Theologie. Und dann hat sie gesagt, ja, da gebe ich hin an den Herrn so und so, hat sie mir den Namen genannt, einen gewissen Herr Elischab, der ist zuständig für solche Sachen, der kann Ihnen sicher Auskunft geben. Und sie hat mir den dann verbunden. Und ich habe ihn dann kurz die Frage gestellt, ganz konkret habe ich gesagt, ich bin Pastor einer christlichen Gemeinde und mich interessiert das Alte Testament sehr, und es interessiert mich auch immer wieder, wie Juden das Alte Testament lesen und wie sie es interpretieren. Und ich bin da in der letzten Zeit auf eine wichtige Frage für mich gestoßen, nämlich dieser Engel des Herrn im Alten Testament, der da an verschiedenen Stellen vorkommt. Da würde mich interessieren, wie das Judentum diesen Engel des Herrn deutet. Wer ist oder wie sie diesen Engel identifizieren? Könnten Sie mir da Auskunft geben, wer ist dieser Engel des Herrn zum Beispiel, der da den Mose am Dornbusch erschienen ist? Ich habe ihm kurz die Stelle genannt, in 2. Mose 3.
wo er genannt wird. Und er hat da offensichtlich gleich eine Bibel dabei gehabt, hat da kurz nachgesehen. Und ich habe da in 2. Mose 3, Vers 2 mit ihm gelesen und gesagt, schauen Sie, da steht hier, und der Engel des Herrn erschien ihm in einer feurigen Flamme aus dem Dornbusch. Und er sah, dass der Busch im Feuer brannte und doch nicht verzehrt wurde. Und da war es eine Erscheinung, die Mose hatte. Können Sie mir sagen, wie das Judentum diesen Engel des Herrn definiert? Ohne zu überlegen, hat er mir sofort gesagt, das kann ich Ihnen ja nicht sagen. Da sind Sie bei mir an der falschen Adresse, da habe ich keine Ahnung. Da bin ich überfragt. Und da müssen Sie Ihnen sagen, wissen Sie was, rufen Sie am besten gleich in Wien an. Und wenn Sie gleich dort anrufen, im Oberrabbinat, da bekommen Sie vielleicht sicher eine Auskunft. Und ich habe mir gedacht, die ist angekündigt dort gewesen als der Fachmann in diesem Bereich. Und er hat am Stand zugegeben, das kann ich Ihnen nicht sagen. Gut, ich habe mir gedacht, na interessant, wahrscheinlich das, was ich vermutet habe, dass man sich hier mit diesem Thema wahrscheinlich gar nicht befasst hat. Ich habe dann in Wien angerufen, habe versucht, da die Kultusgemeinde zu erreichen. Da war wieder eine Sekretärin und der habe ich wieder dieselbe Frage gestellt, ob ich da jemanden finden kann, irgendeinen Rabbi oder einen Professor, der Judaistik unterrichtet, ob sie mir da jemanden nennen kann, der mir diese Frage beantworten kann, die ich ja da kurz geschildert habe, um diesen Engel des Herrn. Ja, da gebe ich Ihnen den Assistenten, der kann Ihnen ganz sicher Auskunft geben. Dann hat sie mich verbunden mit diesem Assistenten, einem Assistenten, der Professor an der Universität offensichtlich, der hier geantwortet hat. Ich stelle ihm dieselbe Frage, die ich in Graz gestellt habe. Und es kommt genauso wie aus einer Pistole geschossen. Wissen Sie, das weiß ich nicht, da bin ich überfragt. Ist zwar eine sehr interessante Frage, die Sie da stellen, hat er gesagt, aber kann ich Ihnen jetzt wirklich keine Antwort geben. Und ich habe mir gedacht, das muss doch eine allgegenwärtige Frage für Juden sein. Der Engel des Herrn kommt auch im ganzen Alten Testament so oft vor, wie ist es möglich, dass Rabbiner, die Bibel studieren, die Unterricht geben, Theologie unterrichten, jüdische Theologie, mir da keine Antwort geben können. Und er hat gesagt, warten Sie, ich schaue gleich, ob der Herr Oberrabbiner da ist, der Oberrabbiner Eisenberg ist das, mit dem habe ich schon vor Jahren einige Gespräche gehabt, und man dachte, der kennt mich vielleicht schon wieder und gibt mir dann wieder eine kurze Antwort. Aber jedenfalls hat er mich dann gleich verbunden mit ihm, der war da zufällig im Büro dort gleich und hat freundlich sich gemeldet und ich habe gesagt, ich bin Pastor Krakulinik, einer christlichen freikirchlichen Gemeinde und mich interessiert, habt ihm dieselbe Frage gestellt, kurzum. Und dann hat er gesagt, wo finden Sie das, um welche Stelle geht es da? Und dann habe ich ihn wieder auf 2. Mose 3 hingewiesen oder auf Mose und dann hat er gesagt, ja, da geht ja dieser Engel des Herrn, das geht ja dann über, wo ihm dann Gott erschienen ist und wo Gott dann aus dem Busch gerufen hat. Ja, das ist eine interessante Stelle. Aber wissen Sie, da muss ich Ihnen sagen, ich habe mich damit eigentlich noch nicht näher auseinandergesetzt. Das kann ich Ihnen jetzt so aus dem Stegreif nicht sagen. Und ich habe gesagt, vielleicht kann ich Ihnen noch eine zweite Stelle zeigen, wo es vielleicht noch etwas deutlicher ist, vielleicht können Sie da leichter eine Antwort geben. Und dann habe ich Ihnen auf 2. Mose 23 hingelenkt, die Stelle, wo wir vorhin gelesen haben, auf diesen Engel, den Sie gehorchen sollen, der Ihnen über Ihr Übertreten nicht vergeben würde, wenn Sie ihm nicht gehorchen würden. Und dann habe ich ihm die Stelle vorgelesen, haben wir das am Telefon vorgelesen, ich war gewundert, dass er so lange sich Zeit nimmt. Und dann hat er gesagt, ja, ich muss ja sagen, das ist eine sehr interessante Stelle, das ist mir noch gar nicht so aufgefallen, da habe ich mich noch nicht wirklich mit beschäftigt. Da müssen Sie vielleicht ein anderes Mal anrufen, wo ich länger Zeit habe, dass wir darüber reden können. Dann habe ich gesagt, ja, mache ich gerne, aber vielleicht noch ein kleiner Hinweis, da gibt es ja auch diese Gestalt des Michael und ich wollte ihn auf Michael aufmerksam machen im Buch Daniel und das habe ich kurz gesagt, da gibt es ja diesen großen Engelfürsten Michael im Buch Daniel, vielleicht ein kleiner Hinweis, ich wollte das erklären und da hat er sofort abgebrochen und hat gesagt, nein, kein kleiner Hinweis mehr, ich habe keine Zeit, ich muss jetzt weitergehen und aber er hat mir zumindest in Aussicht gestellt, dass ich ihn dann vielleicht später nochmal anrufen kann.
bin jetzt leider nicht mehr so dazugekommen, weil ich unterwegs war. Ich habe jetzt die letzten 2 Tage noch versucht, an verschiedenen Universitäten anzurufen und in verschiedenen Synagogen in Deutschland. Ich habe einige Städte in Deutschland, Hamburg, Berlin und überall versucht, jüdische Kultusgemeinden anzurufen, um diese Frage erklärt zu bekommen. Ich habe bei einem kurz angefragt, der hat mir eine ähnliche Antwort gehabt, der kann er mir jetzt nicht sagen. Heute habe ich noch einmal in Wien an der Universität angerufen für Judaistik und habe dort einen Professor getroffen, der mir auch nicht auf dem Stegreif gleich antworten konnte auf diese Frage. Und er hat sich dann entschuldigt, dass er gerade im Bett liegt und unter Antibiotika steht. Also ich war perplex jedenfalls, dass mir auf diese Frage niemand antworten konnte. Und ich bin jetzt mehr als neugierig, ich werde dem weiter nachgehen. Jedenfalls zusammenfassend habe ich mir hier gedacht, könnte das tatsächlich ein Problem sein, das schon damals im Judentum dazu geführt hat, dass die Juden Jesus nicht erkannt haben? Also im Alten Testament, wenn es so deutlich ist, dass es eine zweite Person neben Gott gibt, und die Juden heute offensichtlich mit dieser Stelle nicht vertraut sind, könnte es sein, dass man auch damals das Alte Testament so nicht verstanden hat, wie es hier deutlich im Alten Testament zu finden ist. Ist es möglich, dass die Juden also schon zur Zeit Jesu diese Stellen hier im Alten Testament nicht beachteten und daher nicht erkannten, dass neben Gott Vater eine zweite Person als ihm völlig ebenbürtig existiert, die auch als Jahwe oder als Engel Jahwes bezeichnet werden kann? Das ist eine Frage, die für mich sehr bedeutungsvoll geworden ist. Wie ist es also möglich, dass sich ein Judentum, das sich so auf das Alte Testament konzentriert, und man würde ja erwarten, dass man hier gute Informationen bekommt über solche Stellen und gerade wenn es hier um göttliches Handeln geht, ist es möglich, dass gerade deshalb, weil sie diesen Engel des Herrn nicht erkannt haben, und dieser Engel des Herrn wird ja dann später als Michael beschrieben, mit dem Namen Michael bezeichnet, und ich habe vor, dass wir das nächste Mal auch diesen Gedanken des Michaels etwas weiter verfolgen. Denn ich bin draufgekommen, dass gerade hinter dieser Gestalt des Michael sich ja ebenfalls Jesus verbirgt. Das ist für uns, für Bibelgläubige sollte das klar sein, aber trotzdem gibt es auch da große Probleme, diesen Michael zu identifizieren. Und es ist offensichtlich, dass hier auch damals zur Zeit Jesu möglicherweise diese Gestalt des Michaels von den Juden schon nicht richtig gedeutet wurde, wie er im Alten Testament beschrieben wird. Und dass das ein Grund gewesen sein kann, dass sie Jesus als diese zweite Person der Gottheit, von der er immer gesprochen hat und als Sohn Gottes, nicht erkannt haben und aus diesem Grund den Herrn der Herrlichkeit letztendlich gekreuzigt haben. Und ihr kennt diese Stelle. Paulus hat hier in 1. Korinther 2, Vers 8 ganz deutlich darauf hingewiesen, dass es tatsächlich ein Problem war, dass sie den Herrn der Herrlichkeit nicht erkannt hatten. Und dieser Herr der Herrlichkeit war niemand anderer als der Engel des Herrn im Alten Testament, der das Volk Israel durch die Wüste geführt hat, der Michael, von dem im Daniel steht, dass er für sein Volk eintritt. Der hat hier in 1. Korinther 2, Vers 8 ganz deutlich gesagt, welcher keiner von den Herrschern dieser Welt erkannt hat. Denn wenn sie die erkannt hätten, diese Weisheit Gottes, die ja auch in Jesus Christus zum Tragen gekommen ist und von der Jesus Christus gesprochen hat, die Jesus Christus auch offenbart hat, so hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Ich habe mir gedacht, dass es gut ist, wenn wir vielleicht einmal über diesen Weg versuchen, diese Tragik zu verstehen, die damals dazu geführt hat, dass Jesus als der Sohn Gottes, der in diese Welt gekommen ist, das Wort, das Fleisch geworden ist, letztendlich so verkannt worden ist und letztendlich ans Kreuz geschlagen worden ist. Aber wir sollten nicht nur
die Frage stellen, warum damals die jüdischen Schriftgelehrten und Pharisäer und das jüdische Volk diesen Jesus nicht erkannt hat, sondern fairerweise müssten wir auch als Christen uns selbst auf die Brust schlagen und fragen, was ist der Hindernisgrund, warum viele Christen und ein Großteil der Christen selbst Jesus nicht als den erkennt, der er wirklich war und nicht bereit sind, Jesus als ihren Erlöser und als ihren Herrn und als ihren Heiland und als ihren zukünftigen Retter völlig in ihr Leben aufzunehmen und ihn als den anzusehen, wie er sich selbst in seinem Wort offenbart hat. Und wir werden das nächste Mal in unserem Thema die Frage stellen, wie konnte es möglich sein, dass auch im Christentum irgendwo dann in der Geschichte die Idee aufgetaucht ist, dass Jesus nicht ewiger Sohn Gottes ist, dass sie den gleichen Zweifel übernommen haben, den damals die Juden gehabt haben und über diesen Zweifel Jesus verworfen haben. Ein Thema, das ich mir vorgenommen hatte, einmal auf diese Art und Weise zu bringen. Ich hoffe, dass es für jeden, der jetzt auch mitgehört hat, nachvollziehbar war. Ich kann hier nur Gedankenanstöße geben. Jeder von euch muss diese Themen für sich selbst studieren. Und ich bin auch immer wieder froh, wenn mir Leute Anstöße geben, wo wir uns gegenseitig aufmerksam machen können auf noch mehr tiefere Zusammenhänge. Und ich habe diese Zusammenhänge, oder manche dieser Zusammenhänge, über die ich heute mit euch reden wollte, selbst so noch nicht gesehen. Also so klare Stellen und so klare Zusammenhänge war mir selbst noch nicht wirklich bewusst, wie man hier aus dem Alten Testament wirklich die Gottheit Jesu, die ewige Gottheit Jesu, unter Beweis stellen kann. Gott helfe uns, dass wir dadurch auch Jesus erhöhen und ihn nicht herunterziehen auf eine menschliche Ebene, sondern mit Respekt uns vor Jesus dann wirklich beugen und dann verstehen, warum, was es bedeutet hat, dass, wenn die Bibel sagt, und er wurde Mensch und hat sich als Mensch hier den Menschen offenbart, ein Vorbild geworden, und letztendlich hat ihm die Menschheit damals eine bestimmte Gruppe von Menschen nicht erkannt. Manche haben ihn erkannt, auch später noch nach der Auferstehung, und ihn letztendlich als ihren einzigen Herrn und Erlöser in ihrem Leben aufgenommen und bereit gewesen, auch ihr Leben zu opfern für den, der für sie gestorben ist. Gott helfe uns, dass wir auch bereit sind, diesen Jesus in unser Leben auf diese Weise aufzunehmen. Ja, wir werden das nächste Mal in diesem Thema fortfahren und hoffe, dass es uns ein tieferes Verständnis bringt von dem, was uns die Bibel über das Wesen Gottes und auch das Wesen seines Sohnes Jesus Christus sagt. Gott segne euch und behüte euch, und ich hoffe, dass wir das nächste Mal uns wieder sehen bei einem weiteren Thema. Ich erwarte natürlich nicht, dass jeder Einzelne das, was ich hier sage, absolut so nimmt, wie es ist. Es ist ein Angebot einer Auslegung. Ich behaupte nicht, die Wahrheit mit den Löffeln gegessen zu haben und einen Unfehlbarkeitsanspruch zu erheben. Aber ich möchte hier Anstöße vermitteln, die dazu dienen sollten, dass jeder für sich dann auch selbst die Bibel liest und prüft, ob es das Wort Gottes ist, ob man sich daran orientieren kann. Gut, damit verabschiede ich mich wieder. Bis zum nächsten Mal und wünsche euch Gottes Segen und eine gute neue Woche, in die wir dann wieder hineingehen, und ein schönes Wochenende. Gott segne euch. Und wenn es irgendwelche Kommentare gibt, ja, dann stehe ich dann gerne wieder mal zur Verfügung, per E-Mail oder irgendwo.